sie den Jubel. Der 1. FC Kaiserslautern ist zum vierten Mal deutscher Fußballmeister. Der deutsche Pokalsieger 1996 heißt 1. FC Kaiserslautern. Dieser Abend gehört nicht Real, dieser Abend, diese Minuten gehören dem 1. FC Kaiserslautern. Wir gewinnen 5:0 Erfolg. Um 17.20 Uhr und 25 Sekunden ist es amtlich. Kaiserslautern steigt ab. Jetzt erfolgt die feierliche Übergabe des Pokals an Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft. Es ist hart, in der zweiten Liga Fan zu sein. Vor allem als Fan des 1. FC Kaiserslautern. Denn ein FCK-Fan hat andere Ansprüche als zweite Liga. Wir gehören in die Bundesliga, alles andere ist furchtbar. Erstklassig. Den Anspruch haben sie schon in den 30ern in Kaiserslautern, als der FCK nur einer von vielen mittelmäßigen Vereinen der Stadt ist. Die Nazis sind an der Macht. Sie wollen alle Vereine zusammenfassen, um mit einem Großverein erfolgreicher zu sein. Das ist nicht mehr nötig, als beim FCK 1938 ein schmächtiges Kerlchen namens Fritz Walter spielt. In dem Moment, wo der 1. FC Kaiserslautern erfolgreich war, hat er den Nazis eine Möglichkeit gegeben, den Betzenberg als Bühne zu benutzen für ihre Selbstdarstellung. Der Star der Mannschaft wird früh Nationalspieler, macht 24 Länderspiele im Krieg. Und als Fritz Walter Soldat wird, sorgt Reichstrainer Herberger dafür, dass sein Kampfplatz der Strafraum bleibt. Fritz Walter wird Teil der Roten Jäger, einer Renommier-Fußballmannschaft. Dennoch gerät er in russische Kriegsgefangenschaft. Und dann haben die russischen Offiziere haben eine Mannschaft gehabt, die jeden Sonntag in Mamorosiget sonntags Fußball gespielt hat gegen Rumänien. Und dann kam plötzlich einer zu mir und hat mich geholt ins Offizierscasino. Und ich bin dann mit rausgefahren und habe dann mit denen Fußball gespielt. Er spielt so gut, dass ihn die Russen früh entlassen. Schon im Oktober 1945 kommt er in das zerbombte Kaiserslautern zurück. Ein Glücksfall für den FCK. Das wichtigste Ereignis war wahrscheinlich die frühe und gesunde Heimkehr von Fritz Walter nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Oktober 1945, weil er als Name, als Sportler und als Figur einfach der Katalysator war, um so schnell eine Mannschaft aufzubauen, die dann natürlich über Jahre einen Erfolg hatte, den man damals nicht absehen konnte. Denn Fritz Walter setzt voll auf Fußball. Und das heißt, auf den FCK. Die Mannschaft tingelt durch den Südwesten, macht Freundschaftsspiele. Für Kohlen, Kartoffeln und ein gutes Essen. Drei der vier Metzgereien hatten wir damals noch in Kaiserslautern. Und da wurden die Spiele zum Beispiel regelrecht durchgefüttert und aufgebaut. Die hatten sich dort in der schlechten Zeit, wo alle unterernährt waren, konnten die sich gut ernähren. Die gut ernährten Jungs sind dabei, als 1948 erstmals nach dem Kriege wieder ein Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft ausgetragen wird. Der FCK verliert gegen Nürnberg mit 2:1.
Aber er zeigt sich als deutsche Spitzenmannschaft. So wie die Erfolge der Mannschaft wuchsen, so ist auch die Entwicklung des Lebens hier dann weitergegangen. Das ist eine ungeheure Verzahnung gewesen von Anfang an, der erste FC Kaiserslautern in der Nachkriegssituation mit der Bevölkerung und dem Umland vor allen Dingen. Bis zum letzten Platz war das Berliner Olympiastadion gefüllt. Jeder wollte das Endspiel zwischen dem ersten FC Kaiserslautern, dunkler Dress, und Preußen Münster miterleben. Und das erste Tor für Preußen Münster geht hinter dem Tormann in die Maschen. Ottmar Walter erzielt den Ausgleich. Und in der 72. Minute erzwingen die Brüder Walter das entscheidende Tor. 2:1 für Kaiserslautern. Das Stadion umjubelt den neuen deutschen Fußballmeister. Da war ich 12 Jahre alt, da habe ich natürlich das auch am Radio mitgekriegt und war unglaublich stolz, dass der erste FC Kaiserslautern deutscher Meister geworden ist. Und meine uralte Großmutter, die hat gesagt, Buß, sind wir jetzt deutscher Meister. Der erste FC Kaiserslautern ist ja kein Lauderer Verein im herkömmlichen Sinn, das ist ein Pfälzer Verein. Und das ist der Pfälzer Zentralverein, so muss man das sehen. Kaiserslautern liegt ja auch mitten in der Pfalz. Zum Empfang kommen Fans aus ganz Rheinland-Pfalz. Das aus vielen unterschiedlichen Regionen zusammengeflickte Bundesland feiert seinen deutschen Meister 1951. Diese Tatsache, man hat jetzt eine deutsche Meisterschaft hier in diese Stadt geholt, da hat sich jeder geadelt gefühlt. Wir waren alle FCKler. Zwei Jahre später empfangen sie erneut den deutschen Meister. 4:1 Sieg gegen den VfB Stuttgart. Wir sind die Walter Mannschaft vom ersten FCK und eine Kameradschaft, die will, hurra! Bundestrainer Herberger baut seine Nationalmannschaft um Fritz Walter auf. Es sind 5 Lauterer, die am 4. Juli 1954 in Bern zum historischen WM-Finale gegen Ungarn auflaufen und als Helden von Bern in die Geschichte eingehen. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Jetzt erfolgt die feierliche Übergabe des Pokals an Fritz Walter, den Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft. Über 100.000 Menschen säumten die Straßen und Gassen, um jene 5 Spieler zu bejubeln, zu feiern und zu beklatschen, die am Triumph der deutschen Elf beteiligt waren. Bezogen auf diese 5 machte rasch der Witz die Runde, mit 6 Ersatzspielern sind wir Weltmeister geworden. Wir, die höchste Stufe der Identifikation im Triumph. Wir haben ja mit anderen Leihspielern praktisch als erste FC Kaiserslautern, so sage ich jetzt mal übertrieben, die Weltmeisterschaft gewonnen. Das hat nochmal einen Schub im Selbstwertgefühl ausgemacht, also gar keine Frage. Weil eben die 5 Spieler hier aus Kaiserslautern kamen und sie waren nicht nur im Kader, sie waren im Endspiel, die 5 Spieler. Ich meine, es gibt ja heute auch Mannschaften, wo von Bayern München 5 Nationalspieler, aber die kommen ja alle nicht aus München, die sind da ja alle nicht geboren. Alle wollten sie den Matadoren gratulieren, die Hand schütteln, sie feiern und hochleben lassen. Den Ottmar Walter, seinen Bruder Fritz, den sie zu Recht als Lenker und Denker der Mannschaft ansahen, Werner Kohlmeier, Horst Eckel und Werner Liebrich. Ich erinnere mich noch, als die Lauterer zurückgekommen sind nach der WM. Da gab es bei uns schulfrei, weil es damals auch ein historisches Ereignis war. Es wurde als solches empfunden und das empfinden wir ja heute im Grunde genommen auch. 9 Jahre nach dem Krieg war das der erste große Erfolg, den man auch wirklich genießen konnte, weil er problemlos war. 5 Jahre später beendet Fritz Walter seine Karriere.
Der FCK war zuletzt auch mit ihm kein deutscher Spitzenverein mehr. Ich glaube schon, dass es den FCK als überregionale Marke niemals in der Form gegeben hätte, ohne diesen Überfußballer, Fritz Walter. Wenn Fritz Walter mal aufhört, dann ist es aber auch ganz schwierig, dass der erste FC Kaiserslautern dieses spielerisch-sportliche Niveau halten kann. Also das hat man schon realistisch eingeschätzt. Nicht einmal die Elefanten ließen sich abhalten, Fritz Walter zum 40. Geburtstag zu gratulieren. Der Wettergott gratulierte ebenfalls, es regnete. Fritz Walter Wetter, sagten die Fußballer. Die Kameras kommen zu Fritz Walters Geburtstag. Beim FCK ist derzeit weniger los. In der Oberliga Südwest haben ihn Neunkirchen, Saarbrücken, Pirmasens abgelöst. Der FCK droht, die Qualifikation zur neu geschaffenen Bundesliga zu verpassen. Hier geht es um die Südwestmeisterschaft. Wenn der FCK dieses Spiel nicht gewinnt, geht wahrscheinlich Pirmasens hoch. Und es geht am Ende 5-2 aus. Einer der süßesten Siege, an die ich mich als Zuschauer erinnern kann. Das war, ich kann das jetzt noch spüren. Strahlende Sonne, eiskalt, so hoch der Schnee. Reitgassel, ach, großartig. So, 5-2, den haben wir es richtig verpasst. Und dann gehört diese Stadt, diese kleine Stadt, zu den Großen. Wenn, also sprich, der FCK wäre nicht in diesem ersten Jahr in die Bundesliga aufgestiegen, dann halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht niemals Bundesliga gespielt hätte und heute ein Verein wäre, der eben diese Walter-Elf hätte, eine glorreiche Zeit in den 50ern, aber nicht der Verein geworden wäre, der er dann durch 40 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit wurde. Sie sind Südwestmeister. Sie sind in der Bundesliga. Aber sie haben jede Menge Probleme. Das Stadion muss ausgebaut werden. Es gehört dem Verein, aber der hat kein Geld. Also der FCK schafft es immer wieder, Mittel der öffentlichen Hand auch zu bekommen im Rahmen von Wirtschaftsförderung. Also das Land und die Stadt haben ja bei den vielen Stadionrenovierungen und den Stadionausbaumaßnahmen jetzt nicht in die Sportförderung investiert, sondern in die Wirtschaftsförderung. Das war immer eine Stärkung eines Wirtschaftsstandortes. Ein Teil der Wirtschaftsförderung, die neue Flutlichtanlage. Kosten 800.000 Mark. Man munkelt, mit 200.000 davon habe man dem holländischen Nationalspieler Co Prinz den Wechsel von Ajax Amsterdam in die Pfalz schmackhaft gemacht. Er wäre wohl kaum für die 1.200 Mark gekommen, die der DFB als Höchstbezahlung für Spieler erlaubt. Ja, die Vereine sind immer kreativ gewesen, um Spieler zu finanzieren. Und 63, 64, 65 in der frühen Zeit der Bundesliga gab es ja auch noch Gehaltobergrenzen. Wenn man die eingehalten hat, dann haben sie es natürlich nicht geschafft, sehr erfolgreiche und sehr gute Spieler zu halten. Das war ja eine Scheinheiligkeit sondersgleichen, die der DFB gezüchtet hat, indem er alle Augen zugedrückt hat, wenn dann die Vereine anders gewirtschaftet haben. Trotzdem ist die Lauterer Spielkultur nicht allzu hoch. Der Betzenberg, ein gefürchteter Ort. Hier wird nichts und niemand geschont. Jeder, der hier hochkam, wusste, es gibt aus der Abendkasse. Also hier kriegst du Geschenke, es gibt einen Wimpel eventuell, weiß nicht, ob es damals Wimpel gab, den kannst du mitnehmen und der Rest wird richtig wehtun. Am Montag wirst du wissen, wo du gespielt hast. Der Betzenberg, gefürchtet von Gegnern und Schiedsrichtern. Ein Stadion mit eigener Atmosphäre. Diese Mannschaft, die man ja immer dann in Anführungszeichen als Kloppertruppe verschrien hat, dass die nur erfolgreich spielen kann, wenn sie auch ein Publikum hat, das genau diese Art von Fußball ja nicht nur toleriert, sondern vielleicht aktiv einfordert. Und das ist, denke ich, auch bis heute geblieben, dass es nichts Schlimmeres gibt für die meisten Zuschauer hier im Stadion, als wenn sie das Stadion verlassen und unabhängig vom Ergebnis das Gefühl haben, dass die Mannschaft nicht ihr Bestmöglichstes gegeben hat.
Das Bestmögliche reicht gerade zum Überleben in der Liga. Höhere Ambitionen? Nein. Der FCK hat nicht um die deutsche Meisterschaft gespielt. Die Meisterschaft war nicht abzusteigen. Und da als gegen alle Gesetzmäßigkeiten, die sich so auszubilden begannen, ökonomisch, als Provinzclub in diesem Metier mitzumachen. Da drin zu bleiben und mitspielen zu dürfen. Das war die deutsche Meisterschaft. Aber die Stadtväter haben höhere Ambitionen. Sie wollen Kaiserslautern zum WM-Standort 1974 machen, damit der Betzenberg wieder mal ausgebaut werden könnte. Wir möchten kein Weltmeisterschaftsdenkmal, sondern wir denken daran, dass wir im deutschen Fußball noch einige Jahrzehnte eine gute Rolle mitspielen werden. Und dazu gehört einfach ein modernes Stadion. Wir wollen ja nun mal endlich wieder auch anknüpfen an die früheren Leistungen der Walder Elf. Und das geht aber nur, wenn wir auch die entsprechenden technischen Einrichtungen haben. Lautern wird keine WM-Stadt. Aber der Betzenberg sieht trotzdem legendäre Spiele. Wie am 20. Oktober 1973 gegen die Bayern. Die, wo clever waren, die haben eine Wahlkiste mitgebracht. Haben sie nämlich 40 cm hergestanden wie die anderen. Und da war ich dabei. Ich habe eine Wahlkiste gehabt und habe da drauf gestanden. Hab das Spiel, das war natürlich, ach, brachen alle Dämme. Vor dem Dammbruch gibt's Saures. Die Bayern spielen Katz und Maus mit dem FCK. Hoeneß flankt und Müller braucht nur noch einzunicken. 0-3 und die Bayern überlegen bereits, auf welchen Platz sie die beiden Punkte in der Tabelle bringen werden. Da saßen wir als Präsidiumsmitglieder so auf dem Präsentierteller mittendrin. Und so in urpfälzischer Explosion, verbaler Explosion. Da unten sitzen sie, die Totengräber vom Präsidium, die machen den Verein kaputt. Jetzt liegen wir schon wieder hinten. Beckenbauer ist unwiderstehlich. 57. Minute, passt zu Müller, der sich von seinen Bewachern befreit. Und es heißt 1-4. Und dann schlagen die neuen Helden am Betzenberg zu. Klaus Toppmöller, Seppel Pirung. In einer Viertelstunde einen 3-Tore-Rückstand aufgeholt. Gegen die Bayern. Und dann 4-4. Alle haben gestanden, auch die Sitzplätzler. Und dann, ja, das ist mal. Und dann 5-4, 6-4, 7-4, das war ein Traum. Kapitän Diel ist mit nach vorn gegangen und bringt seine Mannschaft erstmals in Führung. 5-4. Laumann hat kaum Mühe mit dem 6-4. Noch weniger mit dem 7-4, das er sich clever herausspielt. Der Betzenberg steht Kopf, die Lauterer Spieler überschlagen sich vor Freude. Und hinterher gejubelt, da sind einem dieselben Leute um den Hals gefallen. Also Hosianna Kreuzige oder Kreuzige Hosianna. Also für mich war das ein Traum, wir sind alle heim. Wir waren hellauf begeistert gegen Bayern München, gegen diese Weltklasse-Mannschaft. Den Tag vergisst man einfach nicht. Zuerst muss der Untergrund gestrichen werden, dann oben drauf die Farbe. Ne? Samstagmorgen, Stadion Betzenberg in Kaiserslautern. Rund 60 FCK-Fans sind aus der ganzen Pfalz angereist, um ihrem Verein zu dienen. Da wird die Grube für die Trainerbank ausgehoben, werden Gitterstangen und Barrieren abgeschmirgelt und gestrichen, werden Rasenflächen gepflegt, Zäune gezogen, Wände gemauert und geweißelt. Bis hin zum Saisonbeginn jeden Samstag. Das waren schöne Zeiten. Da war Gemeinschaftssinn. Da hat der Betze zusammengestanden. Das war eine gute Zeit. Die Zeiten sind auch sportlich gut. Mit Kalli Feldkamp hat der FCK Ende der 70er einen Trainer verpflichtet, der ihn in den UEFA Cup führt. FCK-Fans plötzlich in Spaniens Hauptstadt, weil der FCK bei Real Madrid spielt. Real Madrid, das ist eine andere Welt. Die Königlichen, also was die an Prunk und ein, das war für uns zwar eine fremde Welten. Ne? Wir waren bescheiden und einfach gestrickt. Und das, da kamen schon hier, die alle im Zwirn und im Nadelstreifen und alles Millionäre und wir waren die Aschenputtel. So hilflos wie Aschenputtel fühlen sich auch die Spieler, als die Königlichen ganz proletenhaft zutreten.
und die Pfälzer mit einer 3:1 Niederlage und mehreren Verletzten nach Hause schicken. Für Stimmung beim Rückspiel ist gesorgt. Es war eine Atmosphäre am Betze, um den Betze, in der gesamten Pfalz. Ich glaube, wenn einer nur nach Spanien roch, hat man den schon in der Taxi nicht mehr einsteigen lassen. Es war schlimm, die ganze Atmosphäre. Beim Training, meine Spieler waren aufgeheizt ohne Ende. Der erwartete Empfang für Real. Nach 8 Minuten geht Lautern in Führung. Nach 17 Minuten steht's schon 2:0. Ja, dann haben die Pelzer Krischer ihrem Ruf alle Ehren gemacht und haben hier das Stadion wirklich in eine Hölle verwandelt. Und Spieler vom Gegner, die nicht sonderlich nervenstark waren, die haben dann hier auch Quatsch gebaut. Es sind gleich 3 Königliche, deren Nerven nicht standhalten. 3 Platzverweise am Betzenberg, weil der Betzenberg brennt. Die Außenlinie und der erste Zuschauer, der war 1,50 Meter weg. Also mit einem Regenschirm konntest du schon mal einen Spieler erwischen. Ja, also das war, gab es auch schon, diese Helle. Und das hat schon natürlich einiges ausgemacht. Der FCK gewinnt das Spiel mit 5:0. 5:0 gegen Real Madrid. Das ist eines der Spiele, das für neue Generationen von FCK-Fans sorgt. Opa im Krankenhaus, Glä in Kaiserslautern. Und dann der Papa am Fenster, guck mal, da oben, die Flutlichtmaste, das ist der Betze, da bin ich immer. Und dann hat man als Kind geguckt, ah, da oben ist er. So, und irgendwann, Papa, da möchte ich hoch. Das Stadion auf dem Betzenberg, hoch über der Stadt gelegen. Durch die Jahrzehnte ein Ort, geeignet für Mythen. Es hat kultische Züge, der Betzenberg ist ein Kultberg. Man sitzt hier auf der höchsten Stelle von Kaiserslautern. Man schaut auf die Stadt runter und man ist hier oben. Hier oben findet der Fußball statt und hier oben findet das statt, was also für dieses Wochenende das Wichtigste in Kaiserslautern ist. Also ich habe ja auch die These aufgestellt, dass es keinen vergleichbar erfolgreichen Verein gibt im deutschen Fußball, dessen Identität so eng mit seinem Stadion, mit seiner Spielstätte verknüpft ist. Als Fritz Walter 65 wird, erhält er die Ehrenbürgerwürde seiner Vaterstadt. Und das Stadion auf dem Betzenberg erhält seinen Namen. Es wird im Jahr darauf schon wieder ausgebaut. Unterstützt von Politprominenz, die zur Schlüsselübergabe gerne mit Fritz Walter posiert. Sportlich läuft's zwar nicht mehr ganz so gut am Betze in den 80ern, aber wer 30 Jahre lang Bundesliga spielt, der ist einfach etabliert. Abstieg? Kein Gedanke. Da hat man in der Stadt nie ernsthaft damit gerechnet. Es gab zwar, wenn mal eine Pechsträhne vorhanden war, immer so die Stammtischparolen, auch die Steine ab, urpfälzisch. Aber ernsthaft hat da niemand dran gedacht. Man hat auch niemals das Gefühl gehabt, der FCK ist angreifbar, weil wir waren ja alle da. Man hat das Gefühl in der Kurve, Mensch, wir können da was mithelfen. Wenn wir ein bisschen lauter schreien, dann läuft der auf der linken Seite schneller oder der auf der rechten Seite, der spielt die Flanke noch ein bisschen präziser. Dieses Gefühl hatte man und es hat ja immer wieder geholfen. Anfang 1990 scheint nichts mehr zu helfen. Trainer Roggensack entlassen, die Fans bangen. Der FCK auf einem Abstiegsplatz. 4 Siege aus 22 Spielen. Gesucht ein Retter. Heute Vormittag 9.30 Uhr. In einer dunklen Limousine fährt der Mann vor die Tore des Stadions Betzenberg, der als Hoffnungsträger für Zehntausende von Fans des ersten FC Kaiserslautern gilt. Karl-Heinz Feldkamp. Dienstags, Schule. Ja, keine Zeit. Hoch. Ins Stadion. Training. Feldkamp gucke.
Da war auf einmal, wie die ganze Region kommt, aber man hat sich ja das ja nicht erträumen lassen, was kommt, aber man hat gemerkt, was so ein Trainerwechsel, so eine Person ausmachen kann. Wie das da alles ablief beim Training und in der Stadt. In der Stadt war klar, oh, der Kalle ist da, jetzt geht's gut und so. Aber ich hätte nicht sagen können, du, könntest du mir das mal begründen, warum das jetzt laufen soll? Es war eigentlich in dem Moment, als ich hier so durchatmen konnte, war es für mich klar, dass ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hatte. Die Entscheidung ist richtig. Feldkamp macht den Jungs Beine, schafft den Klassenerhalt. Er schafft noch etwas. Die FCK-Fans steigen in Sonderzüge nach Berlin. Der FCK im Pokalfinale. Also wenn ich meiner Mutter bis an mein Lebensende eines vorhalten werde, dann, dass sie verhindert hat, dass ich, obwohl ich eine Karte besessen habe, als 14-Jähriger zu diesem Pokalendspiel fahren durfte. Die Mutter hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Die Lauterer Fans feiern gemeinsam mit den Bremern. Denn es ist jedem in Deutschland klar, dass Werder dieses Spiel gewinnen wird. Diese kleinen Spitzen, die hat uns der Kalli schon erzählt. Er hat gesagt, ja, ZDF Sportstudio hat bei den Bremern aufgebaut, weil die davon ausgehen, dass die kommen. Und da hat er schon gewusst, das sind so die Kleinigkeiten, die haben bei uns gewirkt. Und ja, so hat es dann geklappt. Die Roten Teufel überrennen den Favoriten. 3 Tore erzielen sie in der ersten Halbzeit. 3-0 gegen Werder Bremen. Neben Bayern die zweite Macht im deutschen Fußball. In der Halbzeit sind wir rumgeflattert wie ein Hühnerhaufen in so einem Stall, der aufgeregt ist und alles. Bis Kalli hat sich eigentlich nur mal beruhigt und hat, das war eigentlich seine größte Aufgabe, uns da mal wieder jetzt langsam zu beruhigen. Weil dann auf einmal hattest du natürlich was zu verlieren. Vorher hattest du gar nichts zu verlieren, aber mit einem 3-0 Halbzeitstand hattest du was zu verlieren. Werder Bremen hat ja auch die bessere Mannschaft. Schießt das 3-1, das 3-2, 18 Minuten vor Schluss. Und dann am Schluss nur noch auf die Uhr geguckt, auf der rechten Seite. Pfeift doch ab, pfeift doch ab, fast. Und dann auf einmal der Abpfiff, wir haben einen Titel, ich bin dabei. Der beinahe Absteiger als Pokalsieger. Unfassbar. Es war ein Fußballwunder. Ich kann mir was anderes, einen anderen Begriff kann ich mir zu diesem Ding eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und weil es ein Wunder ist, gehen viele Wetten verloren, die danach brav eingelöst werden. Zum ersten Mal seit 1954 werden erfolgreiche Lauterer Fußballer wieder in der Stadt empfangen. Der erste FC Kaiserslautern, Pokalsieger 1990. Es ist eine Ehre für die gesamte Stadt, wenn eine, und auch für die gesamte Pfalz, ich muss immer wieder drauf zurückkommen, das ist nicht nur eine Lauterer Geschichte, das ist auch eine Geschichte für die Neustadt, Ludwigshafen und Pirmasens. Das war eine Ehre für uns alle. Was in der Folgesaison passiert, verblüfft die Fachwelt noch mehr. Die Truppe, die im Vorjahr fast abgestiegen wäre, schießt plötzlich die Liga-Prominenz aus dem Stadion. Zur Belohnung geht's im Winter in ein mieses Trainingslager. Einige Zimmer hatten Toilette auf dem Gang. Die Heizung war auch nicht immer an. Es war eine Katastrophe, wenn man ganz ehrlich ist. Und in diese Katastrophe hinein ruft mich Kalli irgendwann zu sich ins Zimmer. Der hatte auch kein schöneres Zimmer, liegt auf dem Bett und sagt zu mir, weißt du, dass wir dieses Jahr Meister werden können? Und da habe ich im ersten Moment an eine Fischvergiftung gedacht. Von wegen Fischvergiftung. 38 Jahre nach der zweiten Meisterschaft erringt der FCK zum dritten Mal den Titel. Die Party steigt am letzten Spieltag in Köln. Ja, Meister mit dem FCK, man konnte es ja selbst in Köln kaum glauben. Es fahren 40.000 Fans mit. Welche Vereine haben auf Auswärtsspielen 40.000 Fans? Wir freuen uns, wir sind Deutscher Meister, weißt du. Das ist für uns Pfälzer, das ist was Herrliches, das ist für mich was ganz Einmaliges. Nach so langen Jahren, ich habe mich nicht gefreut. Ich habe... Ein Jahr nach dem Pokalsieg schon wieder ein Empfang in Kaiserslautern.
wie der Flug auf den Mond. Unerreichbar. FCK Deutscher Meister, das war ja irgendwas aus der Historie. Fritz Walter, da haben wir ja nichts zu tun. Wir waren ja die junge Kerle. Wir waren da die Underdogs aus dem Pfälzerwald. Fußball hat man in Bremen und in München gespielt und wir haben die Großen ein bisschen mit geärgert. Die Meister der 50er hatten ja auch nicht an die Meisterschaft geglaubt. Dann auf einmal wusstest du, jetzt gibt es auch ein Kapitel von uns mit einer Meisterschaft und einem Pokalsieg. Und das ist ein Gefühl der inneren Zufriedenheit und Stolz. Das kann man auch niemand erklären, weil das ist das Privileg des Fußballers, was er hat. Du kannst in dem Moment so viele Menschen so glücklich machen. Alle Welt hat von der FCK-Familie gesprochen. Das war die Nische, die wir ausgefüllt haben gegen die Vorteile, die die Großen gegenüber uns hatten. Die FCK-Familie ist sich selbst nicht so ganz im Klaren, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, die Stadt ist erschrocken, über sich selber auch. Und dann hast du gefeiert und dann gab es, Gott sei Dank, gab es genug Menschen, die gesagt haben, lass es uns feiern, solange es hält. Denn es ist nicht die natürliche Entwicklung. Es war nicht, dass Real Madrid war wieder am Zenit angekommen, sondern der erste FC Kaiserslautern hatte etwas geschafft, was ihm niemand, nobody, zugetraut hat. Dabei sind sie drauf und dran, auch Europa zu erstürmen. Im Europapokal hatten sie 2:0 beim FC Barcelona verloren. Und im Rückspiel auf dem Betze führen sie 3:0. 3:0. Bis zur 90. Minute. Ehrmann, der ist drin, der Ball ist drin. Ich glaube, so ruhig war das Stadion in dem Moment, wenn es leer ist, wie in diesem Moment, wo natürlich diese Realität sofort wieder zurückkommt, wo es einem die Tränen rausschießt, wo man fertig ist, wo man gar nicht mehr in der Lage ist, das Stadion zu verlassen. Man konnte ja gar nichts sagen, weil man hat das Spiel des Jahrhunderts gesehen und im Prinzip eine Minute fehlt. Ach, da haben wir alle geweint. Das war auch so ein Gemeinschaftserlebnis. Die ganze Tribüne, alles hat geweint. War kurz, wie sahen die Pelzer, kurz vorm Abtritt in die Hose geschissen. So war das. Und trotz der Trauer, es gibt jetzt genug Menschen, die meinen, Barcelona sei nun Maßstab für den FCK. Mich hat damals bestürzt, als Kalli Feldkamp aufgehört hat. Ich glaube, wir sind Vierter geworden. Kann es nicht mehr ganz genau sagen. Und ich habe gesagt, wieso hörst du auf? Und da sagt er, weil einigen hier in der Führung der vierte Platz nicht mehr genug ist. Und ich denke eher, dass das ein Problem beim FCK dann auch in den Folgejahren war. Denn in Lautern denken sie an alles. Nur nicht daran, dass sie auch mal absteigen könnten. Nein, natürlich war der Abstieg nicht denkbar. Man hat selbst ja nicht dran geglaubt, weil man immer wieder wusste, Mensch, komm, der FCK, der zieht sich selbst unten raus. Am 18. Mai 1996 hilft nichts mehr. Der FCK abgestiegen. Erstmals in seiner Geschichte. Zweitklassig. Sie glauben nicht, was Abstieg dann bedeutet. Das bedeutet eine Art der Zertrümmerung, nicht nur des Selbstwertgefühls, sondern auch in der Außenbeachtung und Anerkennung. Sie werden eine Woche später zwar Pokalsieger, aber der Abstieg liegt schwerer. Ich finde es schlimm, dass man dann immer versucht hat, einen Schuldigen zu finden. Es gibt viele Schuldige, es gibt nicht nur einen. Und der Vorstand war halt in diesem speziellen Fall die arme Sau, wie man so schön sagt. Und Norbert Tienes ist die arme Sau. Er tritt zurück. Ganz, ganz schwierige Zeit für mich. Und dann kam der Wunsch nach den Professionellen, denn wir waren ja die Sozialromantiker und so dummes Zeug ist da gebabbelt worden. Und die Professionellen, die hatten das dann aber schnell an die Wand gefahren. Alles, was bei das Zeitalter der Professionellen beginnt ist, erfolgreich. Atze Friedrich, hauptamtlicher Chef, holt erstmal Otto Rehhagel als Trainer. Der FCK steigt sofort wieder in die erste Liga auf.
Man hat nie das Gefühl gehabt, wirklich Zweitligist zu sein, weil man sich schon wie so ein Jahr auf Urlaub, möchte ich es mal sagen, betrachtet hat. Das Jahr nach dem Urlaub in der zweiten Liga geht als Sensationsjahr in die Geschichte der Bundesliga ein. Der Aufsteiger wird Meister. Am 2. Mai 1998 feiert der FCK seine vierte Meisterschaft. So ein Titel, das sind die Momente, vor was ich auf der Welt bin. Vor das bin ich geboren. Es wird es nie wieder geben, niemals. Niemals. Die Schere ist mittlerweile noch weiter auseinander. Aber sie war damals schon so weit auseinander. Wer darauf gewettet hätte, die Wette hätte ich nicht angenommen. Ich hätte ihn stehen lassen und gesagt, pass auf, jemand muss sich um diesen Menschen kümmern. Dem geht es wirklich nicht gut. Dieser Durchmarsch und also dieses Einmalige ist ja bisher nicht wiederholt worden, das hat schon mal ein Selbstwertgefühl Schippchen draufgegeben, aber unterm Strich hat es natürlich nichts gebracht. Denn was dann beginnt, verändert den Verein komplett. Plötzlich ist der FCK Großeinkäufer, verpflichtet teure Allstars wie Mario Basler und den französischen Weltmeister Youri Djorkaeff. Obendrein bewirbt sich die Stadt für die Weltmeisterschaft 2006. Mit Fritz Walter als Zugpferd ist diese Bewerbung erfolgreich. Doch dafür muss das Stadion um- und ausgebaut werden. Wieder einmal. Ich glaube, dass das Ziel wahrscheinlich war, Voraussetzungen zu schaffen, die es dem FCK ermöglichen, immer wieder, sagen wir, europäisch zu spielen, in der Bundesliga-Spitzengruppe mitzuspielen. Und im Nachhinein wird man sagen, war es unrealistisch. Wir haben dann auf einmal unsere bisherige Wegstrecke haben wir verlassen und sind dann Wolkenkuckucksheim nachgelaufen. Das geht nicht. Weil Otto Rehhagel sportlich die hochgesteckten Ziele verpasst, buhen die Fans den Meistertrainer raus. Auch in der Führung kracht es. Als sie abtritt, stellen Wirtschaftsprüfer Unregelmäßigkeiten fest. Der Verein hat Steuerschulden, steht kurz vor der Insolvenz. Die ehemalige Führung findet sich vor Gericht wieder. Steuerhinterziehung. So hatten sie die teuren Spieler finanziert. Der FCK hat sich übernommen, eindeutig übernommen in jeder Hinsicht. Und diese Finanzkrise, die sich beim FCK dann immer mehr gezeigt hat, die hat den Verein bis heute zurückgeworfen und belastet. Denn der Stadionausbau ist vom Verein nicht mehr zu stemmen. Der Sanierer am Betze, René C. Jäggi, verkauft es. Warum machen wir das alles? Warum? Der Gedanke, der berührt mich heute noch schmerzlich, wenn ich daran denke, dass das Stadion nicht mehr dem Verein gehört. Das war sozusagen die Grundsubstanz des Vereins überhaupt. Es sind politische Klimmzüge nötig, um das Stadion einer Tochtergesellschaft der hochverschuldeten Stadt zu verkaufen. Eine Allparteienkoalition macht's möglich. Deshalb ist ja auch der Fußballsport und so ein Club wie der erste FC Kaiserslautern, weil Fußball unpolitisch ist, für alle politischen Strömungen interessant. Der Helmut Kohl ist Ehrenmitglied Nummer 1 des ersten FC Kaiserslautern, weil er um 1970 geholfen hat, einen Konkurs abzuwenden.
Helmut Kohl, CDU, der Kurt Beck, SPD. Der Kurt Beck hat sich ja auch einmal dafür engagiert, dass der erste FC Kaiserslautern aus einer schweren Krise herausgeführt wurde. Und angefangen hat es 1934 mit einem NSDAP-Bürgermeister Dürrfeld, der dafür gesorgt hat, dass der FCK in dieser frühen finanziellen Krise einen großen Kredit bekommen hat, um seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu sanieren. Aber was haben die Vereinsoberen gemacht? Sie haben das Geld nicht in die Sanierung gesteckt, sondern in die Finanzierung neuer Spieler. Jetzt muss der Verein seine Besten verkaufen. Mit Miro Klose geht der letzte Weltklasse-Spieler aus den eigenen Reihen. Die Folge? Im Jahr 2006, 8 Jahre nach der Meisterschaft, ist der FCK wieder abgestiegen. Nicht einfach ein Jahr auf Urlaub, wie beim ersten Mal. 96 hat man irgendwie den abrupten Absturz aus einer riesigen Hochphase gehabt, während 2006 ja die logische Folge einer jahrelangen Entwicklung war. Ich meine, das war ja so auf Abstieg auf Raten. Der Sanierer René C. Jäggi geht. Bilanz? Insolvenz vermieden? Stadion weg? Mannschaft zweitklassig? Und da war nämlich diese Ära Jäggi, die hat ganz bös wehgetan. Weil Jäggi steht ganz klar für den Untergang des FCK im neuen Jahrtausend. Der Verein taumelt weiter. Im Frühjahr 2008 droht der Abstieg in die dritte Liga. Es fehlen zwischenzeitlich 8 Punkte, um wenigstens zweitklassig zu bleiben. Das kann nicht sein. Ein Abstieg ja, aber nochmal ein Abstieg in die Amateurklasse, das kann ja überhaupt nicht mehr sein. Das wäre also der letzte Schlag gewesen. Die Drittklassigkeit hätte der FCK nicht überstanden. Mittlerweile haben Milan Sasic als Trainer und Stefan Kunz als Vereinsboss die Führung übernommen. Ihre Mission, Klassenerhalt, scheint unmöglich. Was mir sehr präsent ist, ist dann das letzte Spiel. Gegen Köln natürlich. Und nicht wegen dem Spiel selbst, sondern weil ich am eigenen Leib gespürt habe, wie stark diese Angst mich physisch beeinträchtigt hat. Weil ich so gelähmt war den ganzen Tag von dieser Angst, dass heute Abend alles vorbei sein kann. Von wegen nie mehr zweite Liga. 48.500 Zuschauer feiern, dass der FCK weiter zweite Liga spielen darf. Wenn du dieses Stadion siehst, wenn du die Menschen siehst, die hinter diesem Club stehen, die ihre Liebe loswerden wollen, das ist erstligareif. Sie sind auch wieder in die erste Liga aufgestiegen. 2 Jahre danach, aber genauso schnell wieder abgestiegen. Der FCK, seit einem Jahrzehnt kein deutscher Spitzenverein mehr. Vom Freund des Sohn hat man so stolz gesagt, das Schönste, was ich auf dem Betze erlebt habe, war, als der FCK dieses Spiel gegen TuS Koblenz nach dem 0:2 gedreht hat. Da sitzt man da und sagt, spinnst du jetzt? Bis man merkt, Mensch, klar, der Bub, der ist 11, 12 Jahre alt, der hat noch nicht, der kann das noch nicht erlebt haben. Wer die großen Zeiten erlebt hat, hat andere Ansprüche. Das macht es dann manchmal sehr schwer, weil du kannst den Leuten Realismus zu verkaufen, ist immer schwerer als Träume. Und wir sind im Moment halt in der Situation, dass wir sehr viel Realismus verkaufen müssen. Die Realität ist, der FCK hat kein Geld, muss viel Miete für ein Stadion bezahlen, das ihm nicht mehr gehört. Schlechte Voraussetzungen, um wieder ein deutscher Spitzenverein zu werden. Der Verein, der bleibt. Wir in der Kurve, wir bleiben. Die Leute, mit denen ich als Kind schon in der Wäschkurve gestanden habe, die werden auch noch da stehen, wenn wir irgendwann im Rentenalter sind. Vom Verstand weiß ich, was wie schwierig ist. Aber ich weiß auch, was Pilze, wenn sie zusammenhalten, bewegen können, was vorher
nie denkbar war, ist beim FCK möglich. Und gleich geht es weiter mit dem SC Freiburg.